Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS17 im Multiplayer auf der Hopfach mit dem Garderol, mit dem Sachsen-Experiment und mit dem Ansgar von Nordrhein TV Play. Hallo. 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 Hast du es wieder gemerkt, Garderol? Ja, ne? Mhm. Hast du es gerade gemerkt? So. Achte jetzt jedes Mal drauf, weil du mir das damals gesagt hast, ne? Ja, ich bin ja dafür da, solche Tipps zu geben. Das ist ja mein Beruf. Und ja, nee, ich fand das halt interessant. Ich habe jetzt noch eine neue Studie zum Thema YouTube-Marke. Wer hat denn hier diese Strommasten mitten aufs Feld gestellt? Alter! Die haben keine Curly, oder? Haben die mittlerweile Curly? Nee, aber das... Was steht da? Strommasten. Strommast. Das Ding hier, das Dings reagiert da drauf. Auch wenn die keine Curly haben, reagiert das... Kleiner Sabotageversuch von Dings. Von Ben und mir. Ja, das ist alles abgesprochen. Wir wissen schon, dass ihr da unter einer Decke steckt. Ja, nee, wie heißt das? Das reagiert da drauf hier. Das, nicht Cosplay, wie heißt denn das Ding hier? GPS. Ja, richtig, sehr gut. Das hat nicht funktioniert. Das reagiert da drauf. Also der Mast hält an, dreht um. Aber für Sabotage, ne? Also ich habe mir jetzt diese scheiß Wolldecke über zwei Monitore inklusive meinen Kopf und das Mikrofon jetzt gehauen. Ist besser. Ist echt besser. Das sieht kommen. Also wenn das jemand von außen sehen würde, ich habe auch noch keine Gardinen dran, ne? Aber Softboxen am Boden. Geh mal ein Stück zurück und sag nochmal etwas lauter. Ein Stück zurück, oder muss ich das Mikro weiter zurücknehmen? Oder mach das Mikro jetzt. Lauter? Lauter? Ja, dann halt nicht mehr, sofort. Ja. Haben wir den Beichtstuhl geklappt. No. So einen leichten Beichtstuhl gelangt, gut, jetzt geht es mal ein bisschen näher. Alter, das sieht so bekloppt aus. Und außerdem war das so böllen warm hier drin, ist ja Wahnsinn. Mach die Heizung aus. Och, du kannst dich selbst ja und dann mit... Ah, ist egal. So. Da habe ich ein schickes Bild, das kann ich euch nachher... Das kann ich euch nachher mal senden. Da ging es um Twitch im Allgemeinen. Es gibt ja bei Twitch immer solche Damen, die... Also ich meine, Twitch geht ja jetzt mittlerweile... Also haben ja angekündigt, sie gehen strenger dagegen vor. Natürlich nicht bei denen, die das meiste Geld einbringen, ist ja klar. Aber die sind ja schon ein bisschen sensibler geworden. Aber die Damen sind natürlich auch andere Dings. Aber da wurde jetzt ein Streamer geflaggt, beziehungsweise gesehen. Der hat sich gedacht, der macht das einfach mal andersrum. Also in der männlichen Variante. Sah richtig gut aus. Hat mir einen Screenshot davon geschickt. Den kann ich euch nachher mal zeigen. Ach, den habe ich schon gesehen. Ja. Ach, den hast du schon gesehen, alles klar. Sah richtig gut aus, ne? Ja, das ist Man-Boobs. Problem gab es ja bei Facebook. Facebook hat ja auch Männer zeitlang aussortiert mit nacktem Oberkörper, weil wie formuliere ich das jugendfrei, die Unterfütterung der Nippel noch nicht differenziert werden konnte. So, war das. Aber ist doch konsequent, finde ich doch gut. Wenn schon, dann genau, alle. Die Grünen haben sich gefreut, weil das war politisch vollkommen korrekt. Wenn gelöscht wird, dann bitte alle. Ja, das ist super. Ja. Also ich will auch eigentlich die Männeroberkörper, muss ich auch nicht unbedingt sehen. Oh! Survey Cup. Ja. Aber es könnte Motivation sein, die auch mal ein Sixpack zu holen. Ja, gut, hast du recht, das ist ein Argument. Ja, also. Ja. Wenn das Argument reicht. Ja, du gehst zu jemanden, siehst dann, er hat ein Sixpack und dann gehst du in den nächsten Edeka und holst dir auch eins. Ja. Haben wir noch Themen? Bald ist Karneval, ne? Bald ist meine Auszeit. Ach, ich freue mich. Ja, da wollte ich dir noch sagen. Das müssen wir. Ja, wir müssen genau den Termin noch koordinieren. Ja, müssen wir noch. Weil ich bin dann nur nachts wach. Das ist ein bisschen komisch dann. Kurze zwischenspielinterne Frage: Hast du nur Saatgut geholt? Nee, daneben ist Dünger. Dünger ist blau und. Glaube ich. Ja, und sagt mir's grün. Wer hat denn hier die Rundumleuchten angelassen? Na. Profis. Werner, was machst du gerade? Ich guck gerade nach einem Aufsatz für uns in LKW für einen Holzaufsatz. Perfekt. Alles klar, dein Team. Jetzt dein Einsatz. Schon wieder ich? Ja, natürlich. Du hast doch irgendwie, du hast doch erzählt. Du hast doch vorbereitet was. Ja. Du hast zumindest zwei Themen angedroht. Das eine Thema, das war nämlich tatsächlich das mit dem Bahnfahren, weil ich das auf Instagram gesehen habe. Da kam mir der Handy schon zuvor. Kurze Zwischenfrage. Ja? Wie fandest du das Bild? Ich muss mir... Das warst du in dem Pulli mit... By the way, folgt mir auf Instagram. Der Nächste, weißt du? Das warst du mit dem Pulli in der Bahn und Kopfhörern, ne? Pulli gibt's bei uns im Fanshop auf sachsenletsplay.shop. Sonnenbrille, oder? Ja, richtig. Da ging es mir gerade drum. Hat er die Sonnenbrille wahrgenommen?
Ja, die habe ich wahrgenommen. Mhm. Boah, dass ich das noch so erinnern kann, ne? Wahnsinn. Ja. Das Bild ist 10 Stunden alt. Ja. Ist schon eine lange Zeit, also. Ich vergesse manchmal Maschinen auf dem Hof. Das ist dann 10 Minuten her. Wie meine Mutter schlimm. Ja, fand ich hervorragend. Also war einfach ein sehr nicer Dude da auf dem Bild. Auf dem Pick. Ein Fesch. Dem Pick. Oh, jetzt das Niveau hin. Wieso? Das hat doch nichts mit. Das hat was mit Stil zu tun, oder? Oh Gott. Was? Wie? Wo? Was? 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 Stilniveau, hä? Niveau mit Stil. Was? Niveau mit. Ich verstehe den Zusammenhang jetzt nicht. Ist egal. Egal, aber es sollte irgendein Thema sollte sein, was ihr vorbereitet wirst. Genau, Ansgar, was ist denn da los? Warum bist du nicht vorbereitet? Aber wollen wir nicht mal ich über LS reden? Achso. Nee, pass auf, Randy hatte, glaube ich, in der ersten Folge nochmal wieder versucht, auf YouTube-Skandale zu kommen und keinen gefunden, aber an mir ist einer vorbeigeflogen bei der, wie gesagt, bei dem Studium dieser Sprache. Da wurde ein Kanal zerflext, der, also wir haben ja schon so einige Dinge hier auch berichtet, die wir so gesehen haben und die uns schockiert haben, aber ich glaube, das hier ist mit Abstand das, wo ich dann überhaupt nicht mehr drauf klarkam. Und zwar hat er seine. Wir hatten ja schon hier Dennis, glaube ich, war das, Superman Dennis mit seinem kleinen Bruder und so, der einfach so jetzt, sagen wir mal, mit dem YouTube-Kanal für Klicks gemacht hat. Aber da würde ich jetzt sagen, okay, wenn es jemand Spaß macht und er hat auch den Eindruck, es macht dem Bruder Spaß, ist okay. Aber jetzt hat jemand seine kleine Schwester genommen und die war halt irgendwie etwas leicht übergewichtig. Und hat dann vor laufender Kamera einen Prank an ihr gemacht und gesagt so, hier, pass mal auf, wenn du jetzt nicht abnimmst und dich mal vernünftig anziehst, du bist verlässt, ist so 7 oder 8 oder 9, die kleine Schwester, dann mache ich mit dir keine Videos mehr. Und dann das so lange vor der Kamera für Klicks gemacht, bis die angefangen hat zu heulen. Und dann, ja, wenn euch das gefällt, ne, hier, zack, 20.000 Daumen hoch, dann gibt's das nächste Video, wo ich meine kleine Schwester erst richtig fertig mache. Und so, und da muss ich dann ehrlich sagen, also da habe ich dann auch die Welt, sagen wir mal, nicht mehr ganz verstanden. Ja, vor allen Dingen nicht drüber reden. In den Kommentaren dann, jo, krass, voll geil, Alter, und so weiter. Ja, aber hallo, Ballo. Ja, wie groß war denn der YouTuber? Mittlerweile viel größer, weil sowas zieht halt. Ja, aber, nee, aber ursprünglich. So 80.000 Abos oder so. Und vorher 30. Asozial. Meine also ich. So ein wannabe New Star oder was? Also ja, die ziehen alle durch. Wir machen seriöses Gameplay, die machen irgendwie 5-mal Kacke und haben 200.000 Abonnenten. Ist ja so. Ne? Nee, das aber das nicht. War jetzt ein reiner Lifestyle-Kanal oder was? Ja. Also der hatte mit Gaming jetzt nichts zu tun. Genau, ja. Und der war aber jetzt vorher auch noch nicht so auf der Bildfläche bekannt. Keine Ahnung. Einfach mal in den Trends oder was? Oder? Wäre jetzt kein Kanal, den ich verfolgen würde, aber mit sowas war er natürlich in den Trends dann drin, ja. Schon alles gedüngt hier, ne, Werner? Denke schon, ich habe mir noch einen Anhaltspunkt, wenn sie es gerade lapidar anhört, aber es ist wichtig, Deutscher oder nicht? Nee, ich glaube ursprünglich nicht. Ursprünglich nicht, ja gut, dann kann ich so ungefähr eingrenzen. Ja, solche Kanäle gehen kommen mittlerweile immer öfters an die Bildfläche. Ist schon sehr. Also das möchte ich aber ausdrücklich jetzt mich verwehren, das daran festzumachen. Nee, daran kannst du es nicht festmachen, so. Aber solche. Dass die falsche Eindrücke entstehen. Nee, ja, guck, na Moment, wenn wir dann schon gerade mal dabei sind, es war jetzt am, wann war das? Letzte Woche Sonntag? Ja, letzte Woche Sonntag war ein Video in YouTube-Trends Platz 1. Und zwar, wie hieß das? Nee, irgendwie so eine Abwandlung von Wer wird Millionär? Und zwar Wer wird Kanack? Ja. Genau, Wer wird Kanack? Und da gibt's ja, und es gibt ja mittlerweile, solche YouTuber, also die sind halt türkischer Abstammung und die nennen sich halt selber einfach Kanacke oder Kanaken, sie sind halt Kanaken und damit wird das halt auch so impliziert. Und ich habe aber noch so in meiner Erinnerung, wenn du dieses Wort gesagt hast, also Kanacke in dem Falle, da war der Aufschrei groß, mittlerweile nennen die sich selber so. Darf ich das dann jetzt so aussagen, weil das jetzt gesellschaftlich akzeptiert ist oder dürfen die wieder nur das, weil die dieser Herkunft sind und sich so nennen? Das verstehe ich. Wollen wir jetzt wirklich diese. Nee, das will ich jetzt nicht diskutieren, aber
es ist halt sowas, eine YouTube-Trends, Platz 1, wo du dir so denkst, alles klar, eigentlich ist das eine Beleidigung ja für die, nennt sich mittlerweile selber so, muss sie der Welt aber auch nicht mehr verstehen. Dann, ja, gut, das ist dann ja fragt die Zigeuner, die auch nicht beleidigt sind, wenn du sie Zigeuner nennst. Aber wir glauben, dass das so ist. Also, wo hört er? Also, nee. Hm. Also, ich glaube, die Diskussion ist schwierig. Weißt du, es kommt ja immer, das ist ja immer so, es kommt ja immer drauf an, was du damit meinst. Ne? Das ist halt immer, das ist bei allen Wörtern so. Ja, aber ja, ich meine damit, die auch die oft gesagt, Mohrenkopf oder so, ja. Und meinte das nicht böse. Und dann kamen aber irgendwann Leute, die meinten das ziemlich abfällig und böse. Und ja, dann hat irgendjemand dann gesagt, das kann man so nicht mehr sagen. Ist irgendwo auch verständlich. Aber das ist halt immer so das Ding, was man selbst damit verknüpft. Und das Wort ist eigentlich nicht so wichtig, sondern eher die Einstellung, die man mit dem Wort verbindet. Naja. Ich korrigiere mal die Wendung. Die machen sich ja selber durch solche Videos ja offensiv, bedienen die ja die, alle Klischees, die man so über diese Gruppe hat, bedienen sie ja dementsprechend. Ja, aber ich glaube, auf einmal das sehen will. Das meine ich jetzt. Ich glaube, auf einmal das sehen will. Also ich glaube, es ist genau so ein Effekt, es soll jetzt nicht rassistisch oder so gemeint sein oder rüberkommen, aber wenn in der Bild-Zeitung über eine Beziehungstat berichtet wird, und dann steht dann halt, dass der Ali M., Klammer auf 17, eifersüchtig war, dann sagt man sich ja dann auch, also nicht ich, aber dann wird das so kolportiert, so, ach ja, war ja klar ein Südländer, so, Punkt. Das ist das Gleiche. Also, ich glaube, man sieht das dadurch, was will ich jetzt eigentlich sagen damit? Also, ich glaube, man vielleicht vorher zu klären. Bitte? Es ist vielleicht vorher zu klären, was du damit sagen willst. Du bist doof. Was ich damit sagen will, ist, ich glaube, man geht dann mit so einem gewissen Vorurteil dann daran und nimmt das dann bewusster wahr. Also wenn du jetzt gegen Peter S., dann wird einem das überhaupt nicht auffallen. Aber bei Ali M. denkt man vielleicht dann eher, ah ja, ja die da wieder so. Also jetzt ich nicht, aber klar, was ich meine? Und dadurch nimmt man das halt aktiver wahr, weil wenn ein deutscher Kanal sich über sich selber lustig macht und irgendwelche, was weiß ich, Oktoberfestwitze macht am laufenden Bande, finden wir das ja auch nicht lustig. Und ich glaube, ein Südländer, ein, wie du es jetzt sagst, Kanak, findet das halt auch nicht unbedingt, weil ist halt so, ne? Also wir fressen Weißwurst und machen Oktoberfest und Karneval und können über uns selbst nicht lachen und betreten keinen Rasen, ja? Und die haben halt, keine Ahnung, fahren Dreier-BMW und so. Ist das für die normal und deswegen, ja, weiß ich nicht. Die, das klingt auch schon. In der Schublade geworfen. Ganz kurz. Ja, das will, Werner, ich gar nicht. Was veranstaltest du hier gerade? Banane Holz. Ja, aber hier? Wo ist hier Wald? Hier stehen noch 5-6 Bäume rum. Ja, aber da ist direkt, das ist der unschönste Punkt der Karte. Hier ist direkt nichts dann. Da ist der Abgrund, da darfst du nicht runtergucken. Das ist der Abgrund. Und hatte Tobias nicht irgendwas von Autoload gesagt? Ja, weil Autoload ist ja langweilig. Na, ey, wir müssen effizient arbeiten. Geld komme! Ja, dann such noch einen schöneren Wald. Ja, und hat der Autoload oder hat das nicht? Glaube nicht. Aber ich habe gar kein Autoload gefunden, lieber Ansgar. Okay, weil Tobias hatte sowas gesagt. Ich hatte das extra beantragt. Bestellt. Ja. Naja, dann war's wieder. Weiß ich jetzt nicht. Du, René, ich glaube, das bleibt. Ich glaube, du musst gar nicht. Weiß ich gar nicht. Ja, weil das halt wieder verschwindet. Ehrlich? Naja, du siehst doch, wenn du jetzt hier drüber fährst hinter dir. Ja, aber guck mal auf der Map. Oder ist das noch nicht reingemalt? Was hattest du gekauft? AR Timber Runner? Kannst du gucken? Meine Decke hängt da vorne. Der hat URL-Optionsstämme von 3 bis 6 Metern Länge. Hat er? Ja, es steht im Menü so. Weiß nicht. Wir müssen noch mal irgendwas fällen hier. Ja, mach doch noch einen weg. Ja, es bleibt, Randy. Alles klar, gut. Dann sieht zumindest so aus. Ich sag gleich nochmal Bescheid, sollte sich das ändern. Das ist aber, glaube ich, schon seit LS13 so. Darf ich auch mal klug scheißen, endlich. Gab's in LS13 schon diese Texturen mit hier? Ja, nee, Texturen, aber das, wenn du gedüngt hast und dann konntest du hinterher mit dem Boden machen, was du wolltest, es blieb. Bis geerntet wurde. Also, ich glaube, das ist technisch so, dass die Ernte das Layer entfernt und sonst nichts. Also, irgendwie. Meine ich. Also geht im Endeffekt jetzt nur das schöne Aussehen weg. So. Deutsch. Das kann ja egal sein. Genau, wir sind ja eigentlich auch ein Schönheitsbewerb, wir wollen gewinnen.
Genau, wir haben schon gewonnen. Also gut, das beides eigentlich. Wir sind die Hübscheren und gewinnen, das kommt dann zusammen, aber... Ja, natürlich leicht gesagt, ne? Die Hübscheren. Jetzt geht das... Ja, ich weiß, okay. Ja, 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 nee, schon. Ich sag's nur. Ja, wir können ja mal einen Instagram-Vergleich machen, ne? Dann sehen wir ja, wer der Hübscheren ist. Was für ein Vergleich? Kein Autolauf. Ein Instagram-Vergleich. Da ist bei mir ganz viel Essen zu sehen. Wie hast du das denn jetzt rausgefunden? Du steigst ein und siehst, dass du nicht automatisch aufladen kannst. Warte mal, das und das und das. Weil normalerweise hätte so eine Funktion, die du aktivieren musst. Aber wieso steht das im Menü? Das ist der gleiche. Absetzrahmen hast du geguckt, ne? Warte mal, ich kann auch auf den hier gucken. So, da steht, das ist ein Standard 5 Meter Bauholz, bla 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 bla. Seitenkipper. So, das war's. Bei mir steht nichts von Autoload. Okay, dann hast du, guck mal, in dem Menü. Ja. Wenn du auf Absetzrahmen gehst. Ja. Und dann Flee AR Timber Runner, dann steht da das Standard und dann UAL-Option, Stämme von 3 bis 6 Metern Länge. Ja, dann lass doch den kaufen. Ja, welchen hast du denn gekauft? Ich den dachte, anderen. Ich habe den drunter gekauft mit dem AR. Guck mal, der ist sogar total billig. Ja, dann lass... Ah, wow, ich sehe gerade... Ja, läuft. Ja. Ich hätte den gleichen kaufen können in Autoload-Ausführung. Okay, wir müssen den tauschen in der nächsten Folge. Was setzt denn an? Machst du das? Apropos nächste Folge. Apropos nächste Folge, genau. Liebe Leute, wir sind fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Da könnt ihr bei den anderen vorbeigucken. Alle verlinkt, glaube ich. Ja, glaube schon. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Wurde übrigens gesagt, irgendwer hat vergessen, alle zu verlinken. Ich hoffe, ich war es nicht. Irgendwo habe ich es gelesen. Muss ich mal checken. Ja, Skandal hier. So. Tschüss. Tschüss. Ich spreche natürlich mit dem... Mein besonderer Dank an die tollen Unterstützer auf Tippi, deren Namen hier aufgelistet sind. Weitere Infos dazu findest du auf garda.link/tippeg. Wann die nächste Folge deines Lieblingsspieles kommt, siehst du im Sendeplan unter tv.garderol.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube.